Sag mal, Mittwochnachmittag war für mich Grund genug Motivation, hier ein neues Video zu machen. Und zwar möchte ich sehr, sehr gerne auch in unregelmäßigen Abständen so ein bisschen Einblick geben, welche Aktien ich handle, warum ich die Aktien handle und welchen Zweck beziehungsweise welche Systematik ich damit verfolge. Ich denke, dass viele von euch auch Richtung Aktien sehr interessiert sind. Vielleicht halt nicht nur die klassischen ETF letztendlich auswählen wollen, sondern möglicherweise auch den einen oder anderen Hotstock, wie man ihn so schön nennt, oder halt eben einen antizyklischen Ansatz fahren. Und ich pick mir immer mal wieder welche raus. Heißt also, mein typisches Gebiet, wo ich meine Trades suche, ist schwierig aufzuteilen, aber ich würde sagen, sind so 60%, ups, das sieht man nicht so gut, sind 60% Forex, dann sind es vielleicht so 25% Krypto und dann sind es 15% Aktien. Ja, darin ist nicht unbedingt enthalten rein nur Aktien, sondern teilweise auch CFD auf Aktien. Bei Forex ist nicht nur Forex rein CFD beispielsweise, sondern nutze da auch den ein oder anderen Future. Und da schaue ich halt immer, wie generell die Gebührenaufstellung ist und welche Derivate ich wie lange handeln möchte. Das heißt, ich stelle meine Trades immer auch der Gebührenstruktur gegenüber, damit das Ganze für mich im Ausmaß, wie lange ich zum Beispiel einen Trade plane zu halten, dann auch sinnvoll ist. Ich möchte hier mitnehmen und vor allem die ein oder andere Aktie präsentieren, die ich reingehe. Nichts davon ist eine Kaufempfehlung, weil ganz ehrlich, du siehst, ich liege auch genug falsch. Ich habe natürlich vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, aber das macht mich nicht unbedingt immer von Grund auf kompetent, sondern ich möchte dir halt einfach meine Herangehensweise schildern, möchte dir schildern, was ich mir dabei denke und du kannst dann für dich entscheiden, ob du dabei sein möchtest oder nicht. So werde ich dir hier auch ein bisschen Einblick geben und vor allem, es findet hier meist auch ein bisschen mehr Action statt, weil ich halt bei den Aktien nicht immer nur so rein und wieder raus, sondern halt auch teilweise ein bisschen längere Swings halte. So eben auch meine erste Aktie, die ich gerade eben gekauft habe, die Nel Asa Aktie. Habe ich gekauft für ungefähr 3000 Euro. Das heißt, es waren ungefähr, wie viel sind das? 210 oder 220 Aktien, so in dem Umfang. Warum habe ich gekauft? Punkt 1, für mich sieht das charttechnisch wirklich nach einem Leckerbissen aus. Nel Asa für mich schon immer interessant gewesen. Wasserstoff, letztendlich Technologie, sehr, sehr spannend, aber immer noch in den Kinderschuhen. Nel Asa an sich ist wohl nach Unternehmensdaten, ich beschäftige mich super wenig damit. Ich bin tatsächlich, auch wenn mir viele dafür vielleicht über die rüberhauen wollen, bin ich nicht dieser Value-Investor oder der sich Unternehmenswerte rauspickt und die Bilanzen durchschaut. Ich versuche nachzuvollziehen, wie alle Informationen, die dem Markt zur Verfügung stehen, im aktuellen Preis stecken und versuche dann dadurch Handelssignale zu generieren. Und Nel Asa ist für mich trotzdem eine, durch diesen Wasserstoffgedanken oder durch diese Wasserstofftechnologie, trotzdem sehr, sehr spannend für die Zukunft. Weil ich, das ist auch der Naturwissenschaftler in mir, natürlich irgendwo diese erneuerbaren oder alternativen Energien als große, große Chance sehe, neben den fossilen Energien, die zum Beispiel jetzt gerade einen riesen, riesen Preisboom erleben, was natürlich dann auch so dieses Ausweichen auf andere Dinge wie zum Beispiel Lithium oder halt eben entsprechend auch auf Wasserstoff sehr, sehr stark, sehr, sehr stark den Fokus lenken lassen. Deswegen für mich generell spannend, vorstellbar, das ist so wie Nvidia, ja, die KI, AI und alles, was so in der Zukunft letztendlich computergesteuert ist, da ist für mich halt letztendlich auch AMD, Nvidia und sowas hochspannend, deswegen Nel Asa immer auf der Watchlist gewesen. Und jetzt haben wir gesehen, dass wir letztendlich durch dieses Doppel-Bottom, was ich hier gebildet habe, leicht verschoben, sich eine Art so eine verzogene Doppel-Bottom-Struktur geliefert hat, die jetzt vor allem diesen dynamischen Widerstand gebrochen hat und dadurch einen schönen Aufwärtsimpuls bekommen hat und an den gleitenden Durchschnitten sich hier langsam zu stabilisieren scheint. Das heißt, wir sind jetzt wieder unterhalb der gleitenden Durchschnitte und haben quasi wie hier so ein ähnliches Kaufsignal bekommen, was hier absoluter Käse war. Deswegen haben wir es nicht gehandelt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir hier unten reingegangen sind bei diesem Breakout und ganz gut mitgenommen haben. Ähnliche Idee haben wir jetzt quasi auch. Wir haben jetzt diese Faltigkeiten gebrochen und können sukzessive mit diesem Retest hier und der Aufwärtsstruktur sehr, sehr schön möglicherweise diesen Ausbruch letztendlich auch antizipieren. Deswegen nur 3.000 Dollar im Endeffekt, weil ich mich reinstaffeln möchte. Das heißt, jetzt für 3K gekauft, gegebenenfalls kaufe ich nochmal kurz unter den gleitenden Durchschnitten durch und das wäre dann quasi die Idee, nach oben durchzubrechen. Jetzt hat Nel Asa entsprechend auch einen sehr, sehr großen Kunden an Land gezogen, HiSET Co. Hat wohl 600 neue Wasserstofftaxen geplant und die Produktion, die Fertigung soll jetzt 2022 hochgehen.
Plus, wenn wir uns das halt mal anschauen, diese gesamte Krise, die wir gerade durchleben, diese gesamte Stagflation, die entweder schon da ist oder auf uns zukommt, die macht eben unsere typischen Energieversorger oder unsere typischen Energiereserven sehr, sehr wackelig, siehe Öl. Ja? Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, und das ist eben dieser für mich persönlich ein logischer Gedanke, der dahinter steht, hinter dieser eigentlichen Trading-Idee, die sowieso schon technisch eigentlich, ich sag mal, fundiert ist und ihren Sinn und Zweck hat, dass sich das Ding eben letztendlich dadurch nochmal sehr, sehr schön auch stabilisieren kann und eben durch diesen Auftragseingang nochmal ordentlich, ordentlich Push bekommen könnte. Deswegen, das ist die aktuelle Trading-Idee. Und wenn wir mal schauen, ich nehme jetzt mal diesen Wert, wo ich eingestiegen bin, wie gesagt, ich bin noch bereit, hier auch noch mal ein bisschen runter meinen Cost-Average-Effekt ein bisschen aufzupolieren, würde definitiv sagen, dass der große, große Impuls, der nach oben kommen könnte, schon durchaus wieder trendrelevant werden kann. Weil wenn wir diesen Abwärtstrend hier durchbrochen haben, dann kriegen wir möglicherweise diese Traufe, was wir dann halt auch Rounding Bottom nennen. Und mit dem Rounding Bottom könnte sich gegebenenfalls hier so eine Art Henkel bilden, die bei Breakout sehr schön sogar auch wieder an das letzte Hoch anknüpfen kann. Ich bin kein Vorhersager, ist niemand, sollte auch niemand sein. Für mich einfach nur das Wunschszenario, was ich jetzt quasi schon antizipieren möchte, warum ich jetzt einsteige. Ich denke, dass 2022 so vor allem ein großes Jahr des Umbruches sein kann, vor allem was auch diese Technologien anbelangt. Nelasa ist sowohl, wie ich es gehört habe, durch einige Analystenberichte sehr, sehr teuer bewertet. Entsprechend muss jetzt halt da einige stimmen, also jetzt auch mit dem Auftragseingang, dass wenn es zu Verzögerungen kommt oder halt irgendwelche Lieferengpässe, dann wird es wieder schwierig und dann kann das Ding natürlich nochmal deutlich in den Keller rauschen, weil wenn wir sehen, was wir halt eigentlich auch an sich für eine sehr, sehr starke Dynamik hier hingelegt haben in den letzten Jahren, dann wäre das nicht verwunderlich. Aber wir sehen diesen ganz, ganz langfristigen Impuls oder diese ganz, ganz langfristige Struktur, die ist noch intakt. Wir würden jetzt möglicherweise mit einem höheren Tief sehr, sehr schön antizipieren. Und wenn wir da sehen, was hier möglich ist, dann sind wir vielleicht in 10, 15 Jahren, wer weiß, was dann ist. Das ist halt Börse. Ja, du kannst es nicht wissen, du kannst immer nur darauf reagieren. Dann könnte das vielleicht so ein Early Starter sein. Und das wäre für mich die Idee, einmal Nelasa ins Portfolio zu packen. Wir schauen gleich auch mal rein, wie aktuell das Aktienportfolio von mir dieses Jahr performt hat. Ist keine Sorge, ist kein Burner. Also ich konnte die Indizes schlagen, aber halt um Beträge, die dich nicht am Leben erhalten würden. Aber wir schauen erstmal weiter. SMA Solar. Und SMA Solar haben wir relativ tief unten gekauft. Ich glaube, wir haben sogar noch besser erwischt, aber könnte sein, dass wir irgendwie hier diesen Breakout bekommen haben. Hier oben geschlossen mit dem Monster Gap, was letztendlich sich auch sehr, sehr schön dann ausgestaltet hat. Also Punkt jetzt, perfekter Ausstieg. Und jetzt wird es für mich wieder deutlich spannend, hier einen neuen Einstieg zu suchen. Gleiches Prinzip, wir sind hier an den gleitenden Durchschnitten. Stabilisierung wäre durchaus vorstellbar und scheint im Gange zu sein. Für mich spannend, wir haben jetzt hier diesen langfristigen Trend, der einmal rausgefaked wurde, den zu brechen. Und falls wir den brechen sollten und auch Solarenergie, kann natürlich großer, großer, großer Profiteur von Subventionen sein, von generell, ich sag mal, diesen Umschwung auf erneuerbare Energie kommen, sodass wir 2025 bis 2030 sehr, sehr schön auch zumindest den Anteil an Solarenergie steigern können. Das würde vor allem natürlich auch, ich sag mal, generell sowohl bei den Immobilienthema sein, wie natürlich auch in der Automobilbranche, aber für die generelle Energieversorgung wäre das definitiv denkbar, könnte es letztendlich spannend werden, wenn sich hier ein Boden findet und dann mit dem Break nach oben sehr, sehr schön diese Trendwende reinkommen. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht noch nicht 100% unbedingt reinstarten, ich würde hier vielleicht noch abwarten, aber was wir sehen, die Konsolidierung hält. Hier ein Kaufsignal wäre für mich, wenn wir kurzfristig diesen Abwärtstrend brechen. Dann würden wir uns an den gleitenden Durchschnitten akkumulieren, die Stabilität bekommen und mit dem Break nach oben dann erstmal zumindest hier wieder 44, 45 Dollar attackieren, bevor es dann weiter nach oben geht. Also das wären für mich so die zwei spannenden Dinge Richtung erneuerbare Energie, SMA Solar und Nelasa. Wäre sehr, sehr spannend, charttechnisch, wie gesagt, beides durchaus spannend. Hier das SMA Solar vielleicht noch nicht ganz so akut für den Einstieg wie letztendlich Nelasa, aber das könnte gegebenenfalls noch kommen. Ansonsten, ja, wie du weißt, bin ich
schon relativ Fan von den China-Aktien, haben hier eine schöne Performance hingelegt in den letzten Tagen. Vor allem, weil Alibaba auch ihr Rückkaufprogramm angekündigt hat. Ist so ein bisschen ins fallende Messer greifen, ja. Die Politik hat in China natürlich noch sehr, sehr großes Sagen und hat sehr, sehr viel Einfluss auf die Kursentwicklungen, weil eben Wirtschaft und Politik nicht unbedingt zwei Organe sind, die so voneinander trennbar sind. Dennoch, wenn ich mir die wirtschaftliche Entwicklung und die Inflationsentwicklung in Amerika anschaue, kann ich mir vorstellen, dass das Weltreservoir, also quasi alles, was in US-Dollar steckt, früher oder später umgeschichtet wird. Und wenn das umgeschichtet wird, dann kann eben sowas wie der chinesische Yuan oder der Yuan und der japanische Yen könnte da zu tragen kommen. Der JPY aktuell natürlich noch mit seinen minus 0,1% Zinsen, mit seiner ultralaxen Geldpolitik natürlich sehr, sehr vage, wurde auch in den letzten Tagen hier sehr stark abgestraft, wenn wir uns mal die Forex-Märkte anschauen. Also da muss man halt immer noch ein bisschen sehen. Nichtsdestotrotz sehe ich definitiv Potenzial, vor allem auch bei den chinesischen Aktien, weil ich mir vorstellen kann, dass sich die China-Aktien vor allem in diesem großen Wandel, in dem wir uns befinden, durchaus mächtiger werden können. Wenn wir mal sehen, von wo Alibaba kommt, ja, also der Kurs hat sich fast halbiert, überhalbiert, der hat sich ja sogar gedrittelt, ja, muss man das mal ganz klar sagen, dann ist das eine Riesendistanz, die sich hier gebildet hat. Von daher müssten wir ganz klar sagen, das hier ist ein unglaubliches Risiko-Invest erstmal. Sobald wir hier die Stabilität haben, ich bin davon überzeugt, dass China großes Potenzial hat. Und so dieses, weiß ich, ob dir das auch früher immer eingeprügelt wurde, so ja, die China wird die neue Weltwirtschaftsmacht und so weiter und so fort. Das ist in den letzten Monaten vor allem auch so mit Covid und sowas ein bisschen nach unten gedroppelt. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass eben China, vor allem die chinesischen Aktien, hier auch deutlich besser performen werden. Weibo für mich natürlich auch sehr, sehr spannend, wie auch Tencent, wobei Tencent ja auch ordentlich abgestraft wurde. Wie gesagt, Weibo sehen wir hier, konnte sich auch ein bisschen erholen, fehlt noch ein bisschen der ich sag mal so, dieser ganz große Befreiungsschlag wie bei Alibaba, könnte aber charttechnisch bevorstehen. Wenn wir sehen, mit einem höheren Tief kann das Ding ausbrechen. Weibo werde ich mir gleich auch mal auf die Kursliste setzen. Ja, entsprechend, das kann sehr, sehr spannend werden. Jetzt hatten wir noch Tencent. Tencent hat, glaube ich, die schlechtesten Unternehmenszahlen geliefert seit Bestehen. Soweit ich weiß, ist hier vorbörslich sind gerade noch keine Werte, Markt geschlossen. Wird wohl aber ordentlich auch einbüßen. Also Tencent hat letztendlich schlechte Zahlen geliefert. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, dass ein anderes chinesisches Unternehmen war. Aber für mich sind das so Dinger, die gerade sehr, sehr stark unterbewertet sind. Für die Power, für das Potenzial, was dahinter steckt, allein schon für China an sich, was das für eine globale Wirtschaftsmacht darstellen kann und darstellen wird. Vor allem, weil sie jetzt auch irgendwo in den Mittelpunkt vieler Interessen rücken im aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt, großes Potenzial. Ich möchte ganz klar dazu sagen, Risiko wahrscheinlich sehr, sehr groß. Auf keinen Fall einfach blind nachkaufen, wenn dann überhaupt, empfehle ich bei sowas immer Geld, was halt einfach nicht dramatisch ist, also Geld, was du durchaus entbehren kannst. Und selbst wenn es weg ist, wo du sagst, das ist Geld, was du wirklich für Hochrisiko-Assets oder Hochrisikospekulationen verwenden kannst, dann könnte das da reinkommen. Und das ist vielleicht eine gute Alternative zu irgendwelchen komischen Krypto-Projekten. Schauen wir hier mal rüber. Was hat sich hier getan? Also wir sehen, dass insgesamt in einem Jahr wir jetzt, letztes Jahr 200 Euro Profit, jetzt in diesem Jahr, oder ist das die gesamte, 2022, $1,400 im Profit. Hier sehen wir die Top-Gewinner, Activision 2K, hier sehen wir die Verlierer. Was soll ich sagen? Also Palantir halte ich aktuell noch, Shopify halte ich aktuell noch, Tencent halte ich noch. Ist ein bisschen anderer Ansatz, als ich beim Daytrading oder beim Swingtrading generell verfolge. Da bin ich nicht so schnell raus, sondern lasse mir ein bisschen mehr Platz dann letztendlich auch. Hier sehen wir aktuell insgesamt diese $1,400 oder 1.400 Euro sind es hier, Profit gemacht. Soweit kann ich mich nicht beklagen. Der Indexentwicklung, die sehr, sehr rückläufig war, konnte ich entkommen. Sehen aber auch hier der Drawdown, der war auch ganz, ganz schön da. Ja, also da muss man sich nicht irgendwie verstecken. Aber durch diese Systematik und letztendlich auch mal ein paar Gewinne abstoßen, ein paar Verluste begrenzen, geht das alles klar. Ja, bei Alibaba habe ich zum Beispiel auch einen Teil rausgeworfen und ein bisschen tiefer wieder reingekauft. Sowas ist halt auch eine Systematik. Und auch im Verlust muss man so eine Systematik
anwenden, sage ich mal, oder verwenden. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen weiteren Mittwoch, gute Trades, gute Positionen und wir sehen uns dann in Kürze wieder. Dein Uni von der Wall Street Story. Ciao, ciao.